Oktoberfestumzug durch das Stadtzentrum von Brașov. Im 12. Jahrhundert, von deutschen Siedlern unter dem Namen Kronstadt gegründet, ist die Verbindung zur deutschen Kultur auch heute noch in der rumänischen Karpatenstadt spürbar. So auch jedes Jahr Anfang September, wenn beim größten Bierfest des Landes für 11 Tage mit Tracht und Volksmusik gefeiert wird. Insgesamt 500.000 Besucher erwartet Initiator und Mitveranstalter Christian Makedonski. Die größte Anzahl seit der Gründung des Events im Jahr 2009. Zicke, zacke, zicke, zacke! Hoi, hoi, hoi! Buona sera, Brașov! Bin als venit la 14a ediție a Oktoberfest aici la Polle Tümpe. Für den Nürnberger Stadtrat Werner Henning gehört das Fest zu den jährlichen Highlights. Das mache ich mittlerweile seit über 12 Jahren, bin ich bei jedem Oktoberfest bei der Eröffnung. Ich komme selber aus Siebenbürgen, aus Nadesch, das ist bei Schäßburg. Und es ist mir sehr wichtig, als Stadtrat in Nürnberg diese Freundschaft und Partnerschaft mit Kronstadt zu pflegen, mit einer Stadt aus Siebenbürgen. Wie in München gehört zur Eröffnungszeremonie auch in Brașov der Fassanstich. Standesgemäß ausgeführt vom amtierenden Bürgermeister. Pünktlich um 19 Uhr schwingt Alan Koliban auf der Zeltbühne treffsicher den Holzschläger. Eigens für dieses Event wird von der lokalen Brauerei ein spezielles Festbier gebraut. Serviert wird es in Maßkrügen aus Kunststoff für umgerechnet rund 4,50 Euro pro Liter. Auf dem Festplatz ist Familienprogramm angesagt. Fahrgeschäfte, Spiele und Verkaufsstände laden zum Entdecken ein. Und wie sieht es beim Essen aus? Auf welche Oktoberfest-Schmankerl freuen sich die Gäste am meisten? Weißwurst, das mögen wir. Bratwurst, like a sausage, long one, yeah. White one. Bratwurst, the red cabbage. The corn, it's, I like very much corn, so. And what do you like? Kurtosh, Raffaello. The Mitch. Als landesweites Nationalgericht gehören die gegrillten Hackfleischröllchen zu den beliebtesten Speisen in Rumänien und sind sozusagen das Pendant zur deutschen Bratwurst. Heiß begehrt ist auch der Maiskolben, ob dunkel geröstet oder gekocht. Der sogenannte Bulz wird, ähnlich wie der Kartoffelkloß auf der Münchner Wiesen, vorzugsweise im XXL-Format serviert. Die Polenta-Kugel ist herzhaft salzig und mit aromatischem Schafskäse gefüllt. Weil Siebenbürgen als Region neben rumänischen und deutschen Einflüssen auch stark von der ungarischen Kultur geprägt ist, dürfen auf der Speisekarte ebenso Langos und Kürtisch-Kolacs nicht fehlen. Das beliebte Hefegebäck vom Drehspieß findet man in Deutschland meist unter dem Namen Baumstriezel. Kronstadt ist ja und war ja von den Leuten sowohl Deutsche, also die alten Sachsen, Rumänen und Ungarn. Also alle drei zusammen ganz gut feiern. Für Stimmung und gute Laune sorgt im Festzelt neben reichlich Bier und deftigen Wurstplatten auch das abendliche Programm. Am ersten Samstag wird traditionell die Miss Oktoberfest gewählt. Die unvorbereiteten Kandidatinnen messen sich auf der Bühne in verschiedenen Disziplinen. Zum Beispiel im Jodeln. Das Publikum ist die Jury. Per Applaus wird abgestimmt. Der Krönung darf getanzt werden. Live-Musik gibt es von einer deutschen Band. Die Gruppe Melody ist extra aus Bayern angereist. Sie haben bereits auf Oktoberfesten auf der ganzen Welt gespielt und wissen daher genau, wie sie auch in Brașov für Stimmung auf der Tanzfläche sorgen können. Da ist eine gute Mischung da aus bayerischer traditionellen Musik bis hin zur
volkstümlichen Musik, Schlager natürlich auch, aber auch Partymusik, was diesen Leuten bestimmt auch gut gefällt. Heute Nachtier, Melody Band! Persönlich haben die Musiker eine ganz besondere Verbindung zu Rumänien und dem Oktoberfest. Wir sind junge Siebenbürger Sachsen, also ich bin nicht mehr der Jüngste, aber wir sind alle aus diesem schönen Land ausgewandert und sind jetzt hier wieder zurück, um unsere Tradition mit diesen Menschen zu gemeinsam feiern. Zu feiern. Und das ist das größte Highlight des Jahres eigentlich. Ja, wunderschön. Wer das Oktoberfest in Kronstadt besucht, merkt schnell, hier wird nicht nur das Bier gefeiert. Gemeinsam wird vor allem die historische Verbindung der deutschen, rumänischen und ungarischen Kultur zelebriert. Und das täglich sogar eine Stunde länger als auf der Münchner Wiesn. Schankschluss ist um Mitternacht.